Was geht ab, Leute? Nerdlert Games hier und willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Bringen wir es endgültig zu Ende. Adams hat sich geopfert, nur damit wir den Turm erreichen können. Und das soll nicht umsonst gewesen sein. Squadron, Achtung! Checken wir mal, wer dahinter steckt. Boah, guckt euch das mal an. Extrem genial Design. Ich mag sowas. Sieht super aus. Wir sind der Rest der Damn 33rd. Warum stehen die hier alle? Sir. Dubai gehört ihnen. Wo was? Ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet sie. Wie, wo er immer war? Was geht hier vor sich? Alle salutieren? Sehr merkwürdig hier alles. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft. Die 33. zu vernichten. Fühlen Sie sich schon als Held? Bitte, nur herein. Wow. Was für eine Suite. Da wachsen nun, sogar da Bäume. Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen? Als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Oh, wir können duschen gehen. Geh in die Dusche. Mein Gott, du bist super dreckig. Komm, mach an die Schitte. Wow, so eine Dusche ist absolut genial. Mit so einem riesigen Duschkopf. Ich bin mehrere. Walker. Ja, ist mir schon bewusst, aber ich will die Toilette suchen. Mein Gott, ich war lange nicht scheißen. Oh, netter Spiegel. Wenn Sie meine Sachen durchwühlt haben, bitte, kommen Sie zu mir. Ja, ich lasse mir Zeit. Ich checke hier alles. Vielleicht liegt der Magazin oder so rum. Ziehen wir die Sache nicht unnötig in die Länge. Da beschwert sich aber einer. Ich wusste, da blinkt was. Wenn Sie soweit sind, ich möchte Ihnen hier oben etwas zeigen. Meine Güte. Der Typ soll mich in Ruhe lassen. Checken wir. Jeremy? Eines Tages wird man dir von deinem Vater erzählen. Und das tut mir leid. Ich liebe dich. Dad. Das ist traurig. Man hat garantiert irgendeinen Scheiß verzapft. Okay, gehen wir nach oben, konfrontieren ihn. All diese Opfer waren nicht umsonst. Am liebsten würde ich dem Typen eine Kugel durch den Kopf jagen. Aber hören wir doch erstmal an, was er so zu sagen hat. Da haben wir ihn. Nettes Bild. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Das sind die Leute, das die wir gesehen haben. Nein. Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? Das wirst du sein. Und wie du bezahlen wirst. Dann? Sind Was Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist Was geht hier Spiel. Wieder vor sich? Will er dich selber killen? Er ist schon tot.
Wer zum Teufel, Conrad? Der ist schon ein bisschen länger tot. Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir! Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass sie hier sind, weil sie sich als was fühlen wollten, was sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen. Ich bin hier, weil sie ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte. Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiterleben. Ich zähle jetzt bis 5. Dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. 1. Nein. All das. Alles. Es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. 2. Ich wollte nie jemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? 3. 4. Er ist nicht echt. Ich sag, dass er nicht echt wollen ist. Wollen Sie das wirklich, Walker? Also gut. 5. Oh. Hat er geschossen. Sind wir tot? Finden wir es heraus. Zu viele Unschuldige sind gestorben. Er hat uns dazu getrieben, die alle zu killen. Ja, scheint so, als ob er tot ist. Wow, alle sind am Ende draufgegangen. Wow. Lebt wohl, ihr Waffen. Das war Spec Ops The Line, okay. Was ein komisches Ende. Frischling, checken wir das eben. Strandspaziergang. Oh. Wir waren Soldaten. Mir fällt gerade nicht so wirklich viel ein, was ich dazu sagen kann. Aber die Story ist wirklich sehr wirr. Aber relativ gut geschrieben, muss ich sagen. Der Typ hat uns im Endeffekt dazu getrieben, alle zu töten. Aber er hat uns ja nicht erschossen. Er hat sich wahrscheinlich selber erschossen. Das habe ich nicht gesehen. Ah, aber ich muss wirklich sagen, das Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Relativ gut gemacht. Gut, ich muss zugeben, das Spiel ist kein Call of Duty. Das ist nicht so imposant designt und so riesig und einfach dieses Ausmaß ist nicht da in dem Spiel. Aber alles in allem wirklich sehr cool. Nur die ständigen Schlauchlevels und die relativ, ich würde nicht sagen, na gut, die Synchro ist relativ schlecht.
Also Schlauchlevels haben teilweise schon genervt. KI war wirklich, ja, steht mal ein bisschen zu lange an der falschen Stelle. Ist man sehr schnell tot. Was ich natürlich jetzt noch machen werde, ich werde natürlich zurückgehen. Falls ich es kann, ich weiß nicht, ob ich es kann. Und werde ich euch noch das andere Ende zeigen. Weil das würde mich doch schon mal sehr interessieren, wie es da ausgegangen ist. Ich habe ehrlich gesagt, dass es wirklich in seinem Kopf war. Weil als er da saß, der Conrad, schon erschossen, habe ich gedacht, okay, das denkt er sich nur, dass er ihn jetzt erschießen will. Jetzt habe ich nicht geschossen. Im Endeffekt hat er sich aber selber erschossen anscheinend. Weil er so durchgeknallt war. Aber das konnte ich nicht sehen. Deshalb gehe ich nochmal zurück und dann werde ich das Ende auch noch ebenso reinschieben. Aber wie gesagt, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand Spec Ops The Line super. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch oder packt es sogar in eure Favoriten. Lasst einen Kommentar und lasst mich wissen, was ihr so von Spec Ops The Line haltet. War wirklich ein cooles Spiel. Also ist natürlich Spider-Man, wird natürlich weitergehen. Den Multiplayer von Spec Ops werde ich noch zocken. Bald geht Inversion los und natürlich all die Spiele, die noch rauskommen werden, Halo, Assassin's Creed, Call of Duty, all diese Spiele werde ich zocken. Special thanks. Schon, dass hier das Spiel aus Deutschland kommt. Relativ, ich würde sagen, durchschnittliches Spiel. Story ist interessant, habe ich noch nie so wirklich gesehen. Mal was Frisches, mal was Neues, kann man sagen. Dass am Ende wirklich alle getötet wurden. Keiner hat überlebt. Er hat sich am Ende selber erschossen, quasi in den Tod getrieben. War schon krass, wirklich. Absolut krank wieder. Wenn ich das so sehe, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, das ist wirklich erstaunlich, wie groß diese ganze Industrie ist. Additional Art. Na, dazu kann ich auch nur sagen, das Spiel ist super geil designt worden. Level sehen super aus. Nur ist nicht immer ganz klar, wo man jetzt gerade drauf schießen soll, damit der Sand irgendwie aus der Decke fällt. Ich meine, wenn man Glas sieht, kann man es mal versuchen. Geht aber, glaube ich, nicht an jeder Stelle. So kann man die Gegner leicht begraben. Spiel ist auch nicht wirklich lang. Ich meine, das waren jetzt... Ich habe nicht genau darauf geachtet, was ich meine, das waren 6 Stunden. Knapp 6 Stunden. Singleplayer. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie der Multiplayer-Modus ist. Da werde ich mich sofort gleich reinstürzen. Ich bringe euch ein paar geile Matches. Okay. Skippen wir mal die Credits. Wirklich wieder extrem viele Leute dran gearbeitet. Schauen wir mal. Okay. Hier sind wir wieder im Menü. Und natürlich, ich versuche es jetzt erstmal. Spiel fortsetzen. Ja, wir können wieder von da starten. Das ist perfekt. Ich habe gedacht, der hat das ganze Spiel nochmal überspeichert. Ist Oh, mein Gott, ich kann nicht sprechen. Ist heutzutage wirklich oft der Fall. Dass der einfach überspeichert. Aber ich habe es gesagt. Ich zeige euch nochmal das andere Ende. Da werden wir mal den Trigger drücken. Laufen wir mal hoch. Aber wirklich, ich muss wirklich sagen, genial, wie sich die Story am Ende gedreht hat. Wirklich. Wir hätten nie da sein sollen. Wir wollten denen helfen, aber die brauchten unsere Hilfe nicht. Aber trotzdem haben die im Elend gelebt. Vielleicht hätten wir einfach auf die Kavallerie warten sollen. Mich würde echt mal interessieren, Leute, was ihr so davon haltet, von der Story. Also, vielleicht sind mir auch ein paar Sachen nicht so klar. Also lasst es einfach in den Kommentaren, ich werde das sofort lesen. Kann natürlich nicht auf alles antworten. Natürlich eine Menge Kommentare, also seid mir nicht böse. Captain Walker, wir sind der Rest der Damn 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Okay, dann checken wir mal. Wie gerade? Gehen wir hoch? Ab in den Aufzug. Und diesmal drücken wir den Trigger. Und killen diesen Bastard. Nicht schlecht, Walker.